Hey, heute schauen wir uns den Hisense-Fernseher aus der E7 KQ-Serie an. Ein spannendes Gerät, das viel verspricht. Lasst uns gemeinsam herausfinden, ob es hält, was es verspricht. Los geht's! Das klassische Schwarz des Fernsehers fügt sich nahtlos in jede Einrichtung ein, egal ob auf dem Standfuß oder an der Wand montiert. Mit seinen Abmessungen von 145,2 cm in der Breite und 89,6 cm in der Höhe macht er auch ausgeschaltet eine gute Figur. Die Tiefe von 30 cm inklusive Standfuß ist dabei durchaus beachtlich, aber kein Stolperstein. Die Wandmontage ist eine praktische Option. Mit einer Halterung, die dem WESA-Standard von 400 x 300 mm entspricht, lässt sich das Gerät einfach und sicher anbringen. Mit einem Gewicht von 16,7 kg sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Wand und die Halterung das Gewicht tragen können. Diese Flexibilität bei der Aufstellung ist definitiv ein Pluspunkt für den Fernseher. Das 4K-Display des Fernsehers mit einer Diagonale von 65 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz liefert ein beeindruckendes Seherlebnis. Die Größe des Bildschirms ist ideal für ein immersives Erlebnis, ob beim Filmeabend oder beim Gaming. Die Farbtiefe von 10-Bit, 8-Bit plus FRC ermöglicht eine reiche und nuancierte Farbdarstellung. Dies führt zu lebensechten Bildern, bei denen du Nuancen erkennen kannst, die bei geringerer Farbtiefe verloren gehen würden. Dank der VR-Technologie und D-LED-Hintergrundbeleuchtung bietet das Display tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste. Das ist besonders bei dunklen Szenen ein großer Vorteil, da hier Details nicht in der Dunkelheit verschwinden. Die Energieeffizienzklasse G mag auf den ersten Blick abschrecken, aber im Vergleich zu älteren Fernsehmodellen ist dies immer noch effizient. Der durchschnittliche Energieverbrauch von 154 Kilowattstunden pro 1000 Stunden sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, insbesondere wenn du vorhast, den Fernseher häufig zu benutzen. Quantum Dot Color ist ein echtes Highlight. Diese Technologie bringt nicht nur präzise Kontraste, sondern auch eine herausragende Farbbrillanz. Die Kombination aus Hi-View Engine und Quantum Dot Technologie sorgt für ein erweitertes Farbvolumen und Detailreichtum, was besonders bei hochauflösenden Inhalten zur Geltung kommt. UHD Upscaling ist eine weitere bemerkenswerte Funktion. Diese Technologie verbessert Inhalte mit niedriger Auflösung nahezu auf 4K-Qualität, indem sie intelligent das Farbspektrum analysiert und anpasst. Das bedeutet, dass selbst ältere Filme oder Serien in einer verbesserten Qualität genossen werden können. Abschließend ist die Hi-View Engine zu erwähnen, die mit ihrer fortschrittlichen Echtzeitoptimierung von KI-Szenen und leistungsstarker Bildverarbeitung für erstaunlich realistische Bilder sorgt. Farben, Kontrast und Details werden auf ein neues Niveau gehoben, was für eine naturgetreue Bildqualität sorgt. Der Fernseher kommt mit zwei eingebauten Lautsprechern, die zusammen eine Gesamtausgangsleistung von 20 Watt bieten. Das ist für den täglichen Gebrauch ganz ordentlich, aber natürlich kann man keine Wunder in Sachen Tiefbass oder Raumklang erwarten. Für alle, die ein intensiveres Klangerlebnis suchen, bietet der Fernseher praktische Anschlussmöglichkeiten für externe Soundsysteme. Durch den optischen Audioausgang oder eine HDMI-Verbindung kann man problemlos ein Heimkinosystem oder eine Soundbar anschließen. Das ist besonders empfehlenswert, wenn du Wert auf einen satteren, voluminöseren Klang legst, sei es für das Heimkinoerlebnis oder um Musik in besserer Qualität zu genießen. Die Möglichkeit, den Fernseher mit einer hochwertigen Soundbar oder einem Heimkinosystem zu verbinden, wertet das gesamte Audioerlebnis deutlich auf. Es ist ein großer Vorteil, dass der Fernseher diese Optionen bietet, denn so kannst du je nach Bedarf und Vorliebe das Audio-Setup erweitern und anpassen. Das Betriebssystem VIDAR U6, mit dem der Fernseher ausgestattet ist, bietet eine benutzerfreundliche und intuitive Plattform. Eines der Hauptmerkmale von VIDAR U6 ist seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was es zu einer idealen Wahl für Smart-TV-Nutzer macht. Die Unterstützung für zahlreiche Anwendungen und Streaming-Dienste ist ein großer Pluspunkt. Du kannst problemlos auf beliebte Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube und viele andere zugreifen, um deine Lieblingsfilme und Serien anzusehen. Die Vielfalt der verfügbaren Inhalte sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein weiterer Vorteil des VIDAR U6-Systems ist seine Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit. Das Umschalten zwischen verschiedenen Apps und Diensten erfolgt nahtlos und ohne lange Ladezeiten, was das Gesamterlebnis beim Benutzen des Smart TV sehr angenehm macht. Basierend auf den Kundenrezensionen, die ich studiert habe, hier eine kurze Zusammenfassung der Vor- und Nachteile. Nachteile: Schrauben nicht stabil genug, Startzeit etwas langsam. Vorteile: Bildverarbeitung exzellent, Anschlüsse vielfältig, Bedienung sehr reagierend und Tonqualität sehr gut. So, das war's mit unserem Rundumblick über den Hisense-Fernseher aus der E7 KQ-Serie. Interessiert dich dieses Modell? Möchtest du den aktuellen Preis checken? Dann wirf doch einen Blick in die Beschreibung unter dem Video. Dort findest du alle notwendigen Links. Hast du noch Fragen?
Schreib sie einfach in die Kommentare, ich antworte dir gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da und abonniere den Kanal, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Mein nächstes Video ist schon in Arbeit, also aktiviere die Glocke, damit du es nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.